Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play FIFA The Journey 17. Wir haben Mr. Alexander steht diese Woche offenbar im Team. Der Verein gibt wohl der Jugend eine Chance. Ein Kid auf dem Platz reicht. Schickt Mr. Alexander auf die Bank. Meine Wahl heißt Gareth Walker. Dieser Ben Fullman ist wohl ein kleiner Hater. Scheiße, wir sind in der Startelf diesmal. Oder wie vernehme ich das? Nach unserer Trainerbewertung sind wir noch nicht Startelf. Nee, sind wir auch nicht. Wahrscheinlich regen die sich schon auf, nur weil wir auf der Bank sitzen. Haltet einfach mal eure Klappe, okay? Wann ist es denn storymäßig jetzt möglich, endlich mal in die Startelf zu kommen? Auf jeden Fall haben wir jetzt ein Viertel von dem erreicht, was wir brauchen, um unseren Sponsorenvertrag zu bekommen. Wir müssen auf jeden Fall hier gewinnen, um mal wieder hoch in die Champions-League-Plätze zu kommen. Wenn wir uns mal die Tabelle anschauen, durch unsere Niederlage gegen Man City, haben wir jetzt aktuell nur noch 9 Punkte. Und könnten maximal 12 erreichen. Damit können wir Man City, die jetzt auch verkackt haben, zumindest wieder einholen. Müssten dann mit 2 Toren Führung siegen, aber sind dann zumindest ein Punkt hinter Chelsea und Arsenal. Wäre aber alles möglich, aber ein Sieg muss her, zwangsläufig, sonst sieht es für den Verein, nicht für Alex, sondern für den Verein schlecht aus. Okay, beeindruckend den Boss, wieder 7-0. Ja, jetzt dürfen wir wieder 7-0 machen. Wieder ein Tor erzielen und das Spiel gewinnen. Zieh es durch, gewinne das Spiel, heißt, wir führen schon. Das ist gut. Damit kann ich leben. Das ist für den Verein nämlich sehr wichtig. Alles für den Verein. Oh Gott. Wir spielen jetzt aber immer als ZOM, obwohl wir uns offiziell als Stürmer eingetragen haben. Vielleicht wäre es anders, wenn wir eine Mannschaft gewählt hätten, also als, ihr wisst schon, bei einer Mannschaft spielen würden, die mit 2 nominellen Stürmern auftreten würde. In ihrem Standardsystem. Dann würden wir vielleicht auch mal als Stürmer aufgestellt werden. Vegetarian mag Alex wohl nicht so. Spielt nämlich jedes Mal, wenn ich zu Alex passen will, spielt er auf irgendwen anders, aber nicht auf Alex. Ich bin ja immer noch auf Weltklasse, das darf ich auch nicht vergessen. Nur weil ich vorne so ein paar Spielchen mache. Darf ich dabei nicht vergessen, dass der Gegner halt auch auf Weltklasse gestellt ist. Und wir deshalb, ja, den nicht unterschätzen dürfen. Ich hasse das, dass die auch jedes Mal beide auf dem Platz stehen müssen. Warum müssen Walker und Hunter jedes Mal beide auf dem Platz stehen? Kann ja nicht jedes Mal Walker auswechseln für Hunter, weil ein von den Werten her schlechter Spieler reicht mir eigentlich. Da brauche ich keine 2. Den Ball her. Nicht gut. Oh. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass die uns so ausspielen. Das heißt, wir liegen... Oh nein. Oh nein. Das ist auf gar keinen Fall gut. Jetzt haben wir nicht nur erneut unsere Challenge mit Alex nicht abgeschlossen, sondern der Verein steht in einer Position, aus der wir sehr, sehr schwer wieder rauskommen werden. Nämlich weit weg vom Titel. Und das ist das Saisonziel gewesen. Also Alex, jetzt musst du treffen. Wie? Lass den Ball laufen. Ich habe geschossen und der Gegner hat das Bein da reingestellt. Das ist jetzt, wie ich finde, keine schlechte Leistung von Alex. Sondern im Gegenteil eine sehr gute Leistung des Verteidigers. Das kann man Alex doch nicht vorwerfen, dass der da gerade alleine gegen 6 Leute laufen musste. Lass den Ball laufen. Soll ich wieder zurückpassen? Soll ich gar keine Torchance mehr produzieren? Ist das es, was das Spiel von mir will? Alter, ich habe 4-mal in Richtung Alex gedrückt und passen. Und jedes Mal schießen die woanders hin, aber nicht zu ihm. Was soll denn das? Warum passt denn keiner zu Alex?
Sieht das erste Mal, dass es passiert ist, dass ich Richtung Alex und Flanken drücke und der Ball, passen drücke und der Ball überall hingeht, aber nicht zu Alex. Und das war's. Und wieder kein Sieg und wieder verkackt. Und oh mein Gott, wir verkacken uns jetzt gerade hier die komplette Saison. Es ist das dritte Spiel in Folge, wo wir keine Challenge abschließen und das zweite Spiel in Folge, wo wir nicht gewinnen. Und damit haben wir uns, wie gesagt, mit Alex gerade wirklich die komplette Saison verkackt, hier innerhalb von 2-3 Spielen. Haben einen kleinen bisschen Boost beim Transferwert bekommen, aber das war echt nicht gut. Das war gar nicht gut. Also weder für den Verein noch für Alex, das war eigentlich eine komplette Schuss in den Ofen, kann man so sagen. Was machen wir denn jetzt? Das kannst du aber besser, hä? Huh? Ja, halt die Fresse. Zahlreiche großartige Pässe heute von Mr. Alexander. Ach, die Presse jubelt uns, unsere Fans beleidigen uns. Das ist toll. Heute gibt's Passtraining. Jetzt müssen wir... Wir müssen die Saison irgendwie... Ich hätte echt nicht Weltklasse spielen dürfen. Das ist das Problem. Weltklasse ist eine Schwierigkeit, auf der ich normalerweise sehr gut mit dem Gegner mithalten kann und auf Augenhöhe bin. Das Problem ist, und das Problem ist halt, dass ich halt jetzt nicht nur normal spiele, sondern halt auch zusätzlich Challenges abschließen muss im Spiel. Und dann wäre es halt eigentlich logisch gewesen, dass dann Weltklasse ein Tick zu schwierig ist. Habe ich leider nicht drüber nachgedacht, weil ich dumm bin. Flügelwechsel, Präzisionspass. Wir sind nicht so gut mit unseren Passwerten, wie wir da sehen. Deshalb werden diese Challenges wahrscheinlich schwierig und ich gebe mich vermutlich auch mit einem B-Wert zufrieden. Bronze sollte noch machbar sein. Alter, mit wem trainieren wir denn da? Mit Rooney? Rooney, deine Flanke war schlechter als die von Alex. Rooney, deine Flanke ist immer noch schlechter als die von Alex. Ja, jetzt läuft es doch aber mal. Ja, na also. Ja, wunderbar. Haben wir dann noch gerissen. So, jetzt wird's schwierig. Obwohl, die Challenge habe ich auch schon mal abgeschlossen, aber die fand ich damals auch sehr schwierig abzuschließen. Ich weiß nicht, ob die Punktelinie jetzt etwas nach unten gesetzt wurde. Aber als ich das erste Mal gespielt habe, fand ich den A-Rang zu erreichen echt happig. Also da musste ich hier auf jeden Fall jedes Mal bis zum Ende durchziehen. Obwohl, das geht. Ja, das ist okay. Auf jeden Fall gerade mit dem Ball nach vorne laufen und im Laufen voll durchziehen. Und dann kam der eigentlich jedes Mal ganz gut an, sodass es um die durchschnittlich 1500 Punkte gab. Ja, und jetzt haben wir schon... Okay, der Schnitt ist runtergesetzt worden. Da musste ich, glaube ich... Oh, fuck, was war das denn? Als ich das letzte Mal gemacht habe, die Challenge, musste ich da ziemlich genau 9000 Punkte machen. Rennt der jetzt schon von alleine in den Ball? Super. Ja, da musste ich... Also auf jeden Fall hatte ich 8500 Punkte oder so, das hat nicht gereicht. Und jetzt habe ich halt die 7100 und die reichen. Also sehr gut, sehr, sehr gut. Weiter geht's. Zweimal A-Rang im First Try kann man mitnehmen. Dann sind wir an diesem Part wohl noch ein Spieltag. Okay, Stellungsspiel und Ruhe erhöht. Reicht aber vermutlich nicht, um eine neue Gesamtwertung von 65 zu erreichen. Nein, natürlich nicht. Lange nicht. Aber es sieht aus, als ob wir immer noch in London sind. Das ist einen weiteren... Oder spielen wir jetzt gegen Scherzi? Hoffentlich sehen wir Mr. Alexander diese Woche im Angebot oder Tottenham, keine Ahnung. Du musst einfach nur dranbleiben. Das Talent hast du, ja, der Jugend eine Chance zu geben, ist ja nett, aber das ist, hallo, das habe ich jetzt schon dreimal gelesen. Gegen Leicester spielen wir. Ach du Kacke, ja gut, Heimspiel, macht natürlich Sinn. Ich bin dumm. Leicester, wir sind nur Fünfter aktuell mit nur 10 Punkten. Manchester City hat noch kein Spiel gehabt, das heißt, wir können auf 13 Punkte kommen. Oh, Arsenal und Chelsea haben... Das stimmt, die waren ja schon bei 13 Punkten. Wir können auf 13 Punkte kommen.
Ah, ich habe ganz vergessen, dass die anderen ja alle schon ein Spiel mehr hatten als wir und dementsprechend natürlich nicht noch zusätzlich nachlegen konnten. Also so weit weg sind wir noch nicht, aber wir müssen jetzt gegen den amtierenden englischen Meister auf jeden Fall gewinnen. Okay, was ist eigentlich jetzt mit eurer neuen Taktik da geworden, dass angeblich der neue Kane spielt? Kane sehe ich gar nicht mehr in der Startaufstellung. Ich glaube, der Story-Modus ist nicht darauf ausgelegt, dass man mit in seinem System nur einen Stürmer hat. Weil eigentlich sollte wahrscheinlich Kane neben Walker vorne Sturmspitze spielen und das tun der halt nicht, ne? Okay. Substitution for Manchester United. Bitte wieder einfach nur 7-0. Das kann ich jetzt nämlich diesmal mal anstreben. Jawohl, 7-0. Er zieht das nächste Tor. Hol dir das Führungstor. Scheiße. Das ist so unentschieden. Wir müssen jetzt tatsächlich ein Tor erzielen. Es hat im Debüt doch auch wunderbar geklappt. Wieso machen wir das Führungstor? Ah, nee, scheiße. Nein! Halt ihn! Oh Gott! Wir müssen ja das Führungstor machen. Das fiel mir jetzt hier gerade wieder ein. Das ist ja wieder die Scheiße. Boah, seitdem wir mit Walker gleichzeitig spielen, klappt halt auch echt gar nichts mehr, weil ich hatte halt vorher immer noch einen guten Stürmer neben mir, mit dem ich arbeiten konnte. Seitdem wir halt vorne zwei unfähige Offensivspieler haben, läuft halt nichts. Wechselt den Lungen hier mal aus. Den kann ich ja noch nicht mal hochtrainieren. Das mit dem Führungstor lasse ich, glaube ich, sein. Also wenn es wieder wäre, erziele ein Tor und ich erziele ein Führungstor, dann hätte ich jetzt gesagt, okay, ich lege jetzt erstmal alles drauf zu gewinnen und dann kümmere ich mich darum, das Führungstor zu machen, aber das ist halt die Scheiße, uns fehlt halt der ZOM. So habe ich es seit dem ersten Spiel gemacht, wo wir für Walker eingewechselt wurden. Ball zurückpassen zu einem passfähigen Mittelfeldspieler. Durchstarten und der legt uns dann den, steckt uns dann den Ball durch. Aber seitdem wir hier halt mit Walker spielen, kann der halt uns den Ball nicht durchstecken, weil der halt technisch genauso unfähig ist wie wir und deswegen genauso wenig Bälle durchstecken kann. Das ist total behindert. Also ich komme, kriege halt offensiv nichts geschissen, da die einzigen beiden Offensivspieler laut Aufstellung halt beide nichts können. Hier, ich brauche jetzt auch gar nicht flanken, weil ich weiß, dass der nichts kann, weil ihr seht ja selbst, wie beschissen seine Pässe hier ankommen. Dann brauche ich mit dem gar nicht erst versuchen zu flanken. Ich dachte, unser Kopfballtraining hätte ein bisschen was geholfen, aber nein. Ja, auch das Spiel werden wir... Ich werde keine Tore mehr schießen in diesem Spiel, also in diesem Journey-Modus, solange wir mit Walker zusammen auf dem Feld stehen werden. Oder wir nicht im Training so krass gepusht sind, dass es klappt, werde ich wahrscheinlich aus dem Spiel heraus keine Tore mehr schießen können. Weil das ist eine Kombination da vorne, die ich auf Weltklasse nicht überwinden kann. Wenn ich zwei unfähige Stürmer habe. Ich brauche eigentlich zwei sehr gute Offensivspieler, aber dann, wenn ich einen schnellen habe, dann muss der zweite dahinter auf jeden Fall passstark sein. Dann kann ich eine Weltklasse-Defensive auseinandernehmen, aber wenn die beide nichts können, dann ist vorbei. Also, das wird wieder ein Spiel sein, in dem ich kein Tor erziele. Damit ist es das nächste Unentschieden. Wenn nicht sogar eine Niederlage, wenn wir defensiv nicht aufpassen. Boah, schick den Walker hier weg. So, immerhin mal probiert. Und immer in meine Ecke rausgeholt. Ich wollte mich jetzt eigentlich jetzt erstmal komplett auf das Führungstor konzentrieren. Und nachdem ich das Führungstor geschossen habe, dann auf die 7-0. Aber das Führungstor kann ich halt vergessen. Startet Mkhitaryan einfach nicht. Ich habe so lange gewartet und dann ist das Spiel wieder vorbei und wir haben wieder keine 7-0, wieder kein Tor geschossen, wieder nicht gewonnen.
Das ist mega frustrierend einfach. Das ist mega frustrierend. Das macht auch irgendwie keinen Spaß, wenn man mit so einer inkompetenten Offensive hier spielen muss. Das ist doch... Ah, regt das auf. Ich hätte mit Liverpool spielen sollen. Die spielen jetzt, glaube ich, offiziell... Spielen die immer noch mit zwei Stürmern? Ich habe mal ein paar Spiele von denen... Wie gesagt, ich habe letzte Saison die Premier League nicht so viel verfolgt und diese Saison halt auch noch nicht. Aber die hatten mal eine Zeit lang, dass sie mit zwei Spielern im Sturm agiert haben. Das heißt, da hätte ich zumindest noch einen zentraloffensiven Spieler dabei gehabt, der was kann. Flair, Dribbling, Spezialbewegung, Kurzpässe, Auslandspässe, lange Pässe, Flanken, Freistoßgenauigkeit, Elfmeter, langer Schuss, angeschnittener Schuss. Ich wollte die Kopfball-Dingens erhöhen, ne? Holen wir uns Power-Kopfball und holen wir uns einen Auslasspass. Puh. Ja, Mourinho, ich würde mal über deine Aufstellung nachdenken. Dass du, wenn du einen Youngster mal einwechselst, dass du den anderen Youngster dann vielleicht mal auswechselst und nicht beide gleichzeitig spielen lässt, sodass der Youngster auch einen Profi neben sich hat, der ihn bedienen kann. Gottes Willen, nur gegen Leicester, wenn das nicht besser wird, gibt es das eine doofe Saison. Ist Mr. Alexander doch nicht so toll. Das ist ein fucking Spieler. Die ganze Mannschaft spielt 0-0 und dieser eine Spieler ist schuld, der eingewechselt wurde in der 80. Minute, der ist schuld. Ich hasse diese Fans. Leave it open. Hey, you all right, mate? Whoa, yo, Gaz. Something wrong with your phone, man? I've been texting you. Yeah, I've been busy, mate. Nah, it is. All right, son. Have a seat, lad. Hunter, look, I want you to know we rate you very highly here. Cheers. I feel like it's been going well, like I'm really settling into the team. But we think it's time you went out on loan, lad. What? Das ist ein Fehler. Warum? Ich will um meine Position kämpfen. Out on loan? Well, no, I want to stay and fight for my place. That's a great attitude, lad, but the last thing I want is a player of your ability sitting in the stands. Look, you've been playing well, but now with our new big money signing, your chances are going to be limited. I got offers from three championship clubs. You'll get games, great opportunity for you to get some experience. Wir müssen jetzt zwangsläufig in die zweite Liga geliehen werden. Ist das dein Ernst? Aston Villa, Newcastle United, Norwich City. Wir müssen. Okay, liegt das jetzt daran, dass wir in letzter Zeit so schlechte Leistungen gebracht haben, oder ist das quasi storymäßig fest? Wir werden jetzt in die zweite Liga ausgeliehen. Ja, wochengehaltsmäßig verändert sich denn. Das Einzige, was sich verändert, ist der Boni. Und der ist halt bei Newcastle United am höchsten. Deswegen. Listen, we all think you've got great potential here. But you need to be playing, week in, week out. And going out on loan could be the making of you, lad. The office will sort out your transport and accommodation. Mr. Agostino will be expecting you next week at their training ground. Alex. Go make a name for yourself, lad. Muss das passieren? Oder liegt es wirklich in unserer beschissenen Leistung? Das ist echt eine Frage, die ich jetzt so habe. Also ist die Premier League für uns jetzt quasi vorbei, auf ewig? Oh, die haben eine Footbelohnung freigeschaltet. Na, spielt das jetzt 2. Nehmen wir ein Leihangebot an. Nee, das ist vorgeschrieben. Nehmen wir ein Leihangebot an, ist fest vorgeschrieben. Okay, es liegt nicht an unserem total beschissenen Scheiß hier. Wir haben bislang nur eine Vorlage und ein Tor in 6 Spielen. Das ist natürlich nicht so geil. Aber... wir schaffen das.
Wenn das fest vorgegeben ist in der, im Spiel, scheiße, wir hätten zu Norwich wechseln sollen. Und dann zu Aston hätten wir wechseln sollen. Wir sind natürlich zu dem gewechselt, der tabellenmäßig von den drei am schlechtesten steht. Super. Aber okay, wir haben die Chance, uns jetzt hier gegen schlechtere Spieler mit besseren Mitspielern, zumindest was Walker anbelangt, durchsetzen zu können. Und Gareth antwortet immer noch nicht. Well, you might be hungry. Thanks. These old suitcases still holding up, eh? Well, them were these. What was I, three? Or four? That number built me that playroom. Nah, well, life doesn't always give you what you want, does it? That's my trainer. They're letting me go, Granddad. Well, yeah, they're letting you go on loan. David Beckham went out of Preston. It was the making of him. Come on. Eat up, mate. Newcastle United Trainingsgelände. Oh, spielen wir da jetzt mit dem Typen zusammen, den wir aus dem Trainingslager kennen? Mit dem, der sich über uns lustig gemacht hat? Hey, Hunter. Your mum still driving you around in that heap of junk? Natürlich. Wo bleibt meine Karte? Wir sind im selben Team, der gute alte Williams. Danny Williams. So you haven't changed much. Oh, come on, just joshing you, mate. All time's sake. Hey, welcome to Football Heaven. Hey, I know it is not the Premier League, but still proper professional football, right? Seriously, mate. Good players here. Tough players. Great clubs. My game has changed for the better since I came here. That is a fact. What are you doing out here, anyway? Looking for Mr. Agostino? What? Dino? Oi, Dino! Found this sorry excuse for a footballer loitering out in our hallways. Alexander, welcome. Welcome. Mr. Agostino. Dino, please. Mr. Williams taking good care of you? Yeah, we're old friends, me and him. Yeah, Daniel mentioned you were at the academy together. Yeah. The chemistry on the pitch is of the utmost importance. It is everything. I am so glad you two are so close. It will help bring together the rest of the squad. Mm. Infectious. Right. Yeah. Alex, we have a problem. Our movement in the final third is not so good, especially in front of the goal. Mr. Williams is giving good supply, but we are not finishing. I think you two together up front can give the opposition many problems. No? Nein! Oh, ich will doch nicht. Ja. Ich bin nicht wieder mit dem Noob zusammen. Oh, 146%. Good, listen, we got a tough draw in the League Cup to the leg and ground to make up at the table. I believe together we can do many great things. You control your own destiny here, Alex. There's lots of opportunity for you here. Ask Mr. Williams. If you don't play good 1 week, you must train hard the week after to earn your place back. Capisce? Okay, good. Good, lovely. Look, I must go. Alex, we got you a place while you are here. It is small but comfortable. I must go now. I have a meeting with the boss, okay? I look forward to training tomorrow. come on, I'll show you around. Mach das. Newcastle up in Tyne. Es
Danke, Manchester United, dass ihr einen eurer formstärksten Leute, Mr. Alexander, hierher ausgeliehen habt. Blöd für euch, gut für uns. Ziel Aufstieg. Newcastle darf sich freuen, sich meinen Klienten Mr. Alexander gesichert zu haben. Die Zukunft des englischen Fußballs gehört ihm. Wir dürfen bekannt geben, dass sich der Top-Nachwuchsspieler von Manchester United, Mr. Alexander, ab sofort auf Leihbasis dem Team anschließen wird. Newcastle United hat also auf ihrer offiziellen Twitter-Page die Nachricht, dass sie Alexander auf Leihbasis verpflichtet haben, nach dem Manager von Alex und einem Teammitglied von Newcastle United erst danach auf Twitter veröffentlicht. Da sollte man vielleicht ein bisschen drüber nachdenken, wie das gelaufen ist. Aber okay. Ja, dann schauen wir uns im nächsten Part mal an, wie es denn in Newcastle so läuft. Also bis dann und auf Wiedersehen.